So verrückt waren die Formel 1 Präsentationen in der Vergangenheit. Hier ist unsere Top 10. Platz 10, der Jordan EJ12 aus der Saison 2002. Das Auto kommt per Frachtflieger, wird vom Hauptsponsor angeliefert nach Brüssel auf den Flughafen, wird direkt an Ort und Stelle vorgestellt. Naja, gebracht hat es nicht viel, dieser glanzvolle Auftritt. Am Ende waren es 9 Punkte, also insgesamt nicht sehr berauschende Bilanz. Platz 9. Wir bleiben thematisch bei Luftfracht. Nach dem Launch des Spyker F87 in der Saison 2007 wurde das Fahrzeug noch am Kranhaken aus dem Gebäude geholt, in dem es vorgestellt wurde. Ja, und der Kran, der war dann tatsächlich auch symbolträchtig für die Saison. Es gab nur einen einzigen Punkt, aber vor allem sehr viele Ausfälle für Spyker. Platz 8. Aus dem Aquarium taucht ein Formel 1 Fahrzeug aus und das Ganze auch noch am Markusplatz in Venedig. Sehr viel italienischer geht's gar nicht. Das hat Benetton gemacht mit dem Modell B201 in der Saison 2001. Ja, am Ende war es wenig glamourös, was dabei rausgekommen ist. Ein Podestplatz immerhin. Und man sagt, die Veranstaltung am Markusplatz, sie hat rund eine halbe Million US-Dollar verschlungen. Platz 7. Aus Benetton wurde Renault und in der Saison 2004 hat sich das Team eingemietet im Theater von Palermo, hat also eine besonders außergewöhnliche Kulisse herbeigezaubert für seine Fahrzeugvorstellung und tatsächlich glamourös wurde es dann auch in der Saison 2004 mit dem Sieg in Monaco durch Jano Trulli. Ferrari hat das übrigens aufgenommen und für die Saison 2020 abgekupfert. Der Ferrari SF1000 wurde ebenfalls in einem Theater sehr prunkvoll präsentiert. Platz 6. Und das ist eine wirklich coole Geschichte im wahren Wortsinn, denn der Sauber C22, der wurde auf einer Eisbahn präsentiert. Das Fahrzeug hat man also ins Eisstadion geholt und auf die Eisfläche gestellt und passend dazu wurde auch die erste Ausfahrt im Schnee absolviert. Als das Team nämlich nach Fiorano kam zu Testfahrten, ja, da lag eben die weiße Pracht auf der Rennstrecke. Platz 5. Ein Farbenspiel der besonderen Art hat BAR 1999 zum Formel 1 Debüt präsentiert, nämlich zwei unterschiedliche Farbdesigns, ein Auto in Blau und ein Auto in Weiß-Rot. Tolle Sache, außergewöhnlich, die Sache hatte nur einen Haken, es war ein Regelverstoß, denn in der Formel 1 müssen per Reglement beide Fahrzeuge nahezu identisch auf die Rennbahn gehen. Also, was hat BAR gemacht? Das sogenannte Reißverschlussdesign, nämlich beides in einem kombiniert. Das Ergebnis war wenig ersprießlich, man wollte eigentlich von Anfang an um Siege fahren, am Ende waren es 0 Punkte im Debütjahr. Platz 4. Nochmal Renault, dieses Mal in der Saison 2005 bei der Präsentation des R25. Da gab es ein außergewöhnliches Bild, nämlich von den Fahrern Fernando Alonso und Giancarlo Fisichella, denn die schulterten den Motor. Natürlich nicht in echt, da gab es eine Halterung, aber die Perspektive ist täuschend echt gelungen. Und erfolgreich war das Team tatsächlich. Sieg im ersten Rennen mit Fisichella, Weltmeister in der Fahrerwertung mit Alonso und Weltmeister auch in der Konstrukteurswertung. Voller Erfolg für Renault 2005. Platz 3. McLaren unter der Regie von Ron Dennis war jetzt nicht unbedingt als Partyteam schlechthin bekannt, aber für die Präsentation 1997, da hat sich das Team richtig was einfallen lassen und auch richtig in die Tasche greifen müssen, denn es trat auf die britische Popband Spice Girls. Und McLaren hatte auch einiges zu zeigen, nämlich eine brandneue Lackierung. Das Silber war da, dank Sponsor West und dank Mercedes als Motorenpartner. Es gab also einiges zu zeigen und McLaren hat das genutzt für einen absoluten Mega-Event. Und die Spice Girls, die haben entsprechend kräftig Party gemacht auf der Bühne, unter anderem mit Mika Häkkinen und David Coulthard. Nummer 2. Bekannt für seine Partystimmung, das ist auch der Hesketh-Rennstall aus Großbritannien rund um Lord Hesketh, der als Geldgeber und Teamchef aufgetreten ist. James Hunt war 1977 schon weg, aber bei der Präsentation des Hesketh 308E war der neue Sponsor Penthouse mit dabei und deswegen auch viele leicht bekleidete Damen. Und dabei entstanden natürlich auch diese besonderen Aufnahmen von einer Formel 1 Präsentation. Genutzt hat es nicht sehr viel, das Auto war zwar sehr markant, aber das Team war schon auf dem Niedergang und 1978 verschwand es dann auch aus der Formel 1. Und damit zu unserem absoluten Platz 1 der Formel 1 Präsentationen, dem BRM P160 aus der Saison 1972. Was ist passiert? Das Auto wurde vorgestellt in Le Castellet in Frankreich auf der Rennstrecke. Es gab einen neuen Sponsor, einen Zigarettenhersteller und der hat eine Kiste auf die Zielgerade gestellt. Da ist das Auto reingefahren und auf der anderen Seite wieder raus.
Besser kann man wahrscheinlich ein neues Fahrzeug und einen neuen Sponsor nicht inszenieren. Das also unsere Nummer 1. Und damit zur Frage, war früher wirklich alles besser? Überzeug dich selbst davon. In diesem Video vergleichen wir Motoren-Sounds aus allen Formel 1-Epochen.